Morgen aus Essen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Hafenstraße, unser RWE-Videotalk. Wir wollen heute natürlich über die Derby-Niederlage sprechen. 1:2 hieß es am Ende für RWE in Münster. Wir wollen das Ganze so ein bisschen analysieren, den Blick aber auch direkt nach vorne richten, auf die kommenden Spiele, vielleicht auch noch mal ein bisschen die Tabellensituation, die aktuelle Form besprechen. Das Ganze mache ich mit den beiden RWE-Experten, Christian Wozniak. Hallo zusammen. Ralf Wilhelm. Buongiorno. Mein Name ist Kira Alex, ihr wisst Bescheid. 19:07 Minuten, die starten jetzt. 1:2 in Münster. Würdet ihr sagen, verdiente Niederlage? Ich würde erstmal sagen, guten Morgen, Winko. Ich habe deine Worte noch im Ohr. Du bist heiß wie Frittenfett. Da kann ich nur sagen, das Fett mag heiß gewesen sein, aber die Pommes, die in der Schale lagen, die lagen zu lange. Die waren nämlich kalt. Also wenn man sowas verspricht, ich bin maßlos enttäuscht vom Auftreten der Mannschaft in großen Zügen. Das war eine absolut verdiente Liga, absolut, natürlich. Und wenn ich an den lieben Stadtreporter von heute Morgen im Radio Essen denke, der meinte, er hätte ein packendes Spiel gesehen und am Ende hätte Rot-Weiß ein bisschen das Quäntchen Glück gefehlt. Da kann ich nur sagen, nein, lieber Josch, da hat kein Quäntchen Glück gefehlt. Das Quäntchen Glück war schon Anfang der zweiten Halbzeit aufgebraucht, als Münster schon mit 2-3-1 hätte wegziehen können. Zumal RWE eigentlich auch den Spielbeginn verpennt hat. Ne? Total frühes Gegentor. Beide Halbzeiten, die erste Viertelstunde nicht anwesend. Ja. Nicht anwesend. Ich sehe das nicht so ganz kritisch wie Ralf. Ich spreche trotzdem von einer verdienten Niederlage für Rot-Weiß Essen. Das hat auch Dabrowski gesagt. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Aber so ganz schlecht habe ich sie nicht gesehen, weil du kassierst in der 80. das 1:2 durch wirklich, ja, dummen Fehler, eigentlich das dritte Mal in Folge in 2024, ein Spielaufbau, der nicht passieren darf. Und wir haben schon nach Aue davon gesprochen, wenn es mal nicht so gut läuft, dann musst du mal diesen Punkt mitnehmen. Das hört sich immer so einfach an, Punkt mitnehmen. Es sind dann immer noch 10, 15 Minuten zu spielen. Ne? Das ist ja, aber trotzdem, es geht ja darauf hinaus, dann, dass man die Bälle wegschlägt, mal einfach spielt. Und das macht RWE nicht. Darf man ja nicht. Und darf man ja nicht. Verboten. Vielleicht ändert sich das jetzt mal, wenn man dreimal in Folge sowas macht. Und warum ich das nicht so ganz kritisch sehe, den Auftritt? Weil RWE hatte ja die Chancen. Auch in der zweiten Halbzeit. Klar hast du dann Münster kurz nach Wiederanpfiff, Malik, Radmatz und Kirawa. Ja. RWE hat aber in Person, glaube ich, von Vonic ein gutes Ding. Dumbuya ist über den Ball getreten. Götze bei, das war aber, glaube ich, schon beim Spielstand von 1:2 bei der, genau, bei der Hereingabe. Genau. Also die Chancen waren ja da, aber mit Ralf gehe ich definitiv d'accord. Wir sprechen ja immer von Derby, können wir uns immer noch drüber streiten. Ist es ein Westschlager, ist es ein Westduell oder Derby? Aber ein heißes Spiel, brisantes Spiel. Und da hat bei RWE diese Energie gefehlt. Ja. Dieser Frittenfett-Vergleich ist schon gut. Die Münsteraner, ich glaube, wenn man Statistik hinzuzieht und sieht, einfach nur Spieler gegen Spieler, wer da die Zweikämpfe gewonnen hat, da hat Münster ganz klar die Zweikämpfe gewonnen. Diese 1:1-Duelle, die gingen meistens alle für Münster aus und da hat für RWE, ja, RWE hat einfach diese, was Dabrowski auch gefordert hat vor dem Spiel, Emotionalität, Intensität, Leidenschaft, das hat gefehlt. Oder ist nicht... Ich verstehe das nicht. Die erzählen vorher, Derby, wir freuen uns drauf. Und hinterher steht Thomas Alsfeld vor uns und sagt, die Münsteraner waren galliger. Genau. Das darf doch nicht sein. Das darf nicht sein. Münster steht im Niemandsland der Tabelle. Die werden auch nicht absteigen. Nee. Rot-Weiß Essen hat noch ein Ziel, auch wenn sie es nicht, wenn sie es insgeheim nur apostrophieren. Ja, und wo war denn gestern die Zielführung da? Ich habe da nichts gesehen. Das ist zu wenig. Das ist auswärts einfach zu wenig. Wenn du auswärts verlierst und gewinnst zu Hause, hast du einen Schnitt von 1,5 Punkten, dann bist du aber wirklich nur Mittelklasse. Genau. Und nicht deshalb, mehr. Wenn du so eine Heimmacht bist wie Rot-Weiß Essen, 8 Siege, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen, musst du ab und an mal auswärts, im Bestfall dreifach punkten, ja, oder mal diesen Scheiß. Ja. Preisfrage. Punkt. Preisfrage. Wien, Aue oder in Münster. Ja. Wann hat Rot-Weiß Essen auswärts die letzten Punkte eingefahren? In den letzten 3 Jahren. Überhaupt Punkte? Das kommt jetzt nicht aus der Pistole heraus. 28. Oktober in Duisburg. Da hatten wir, glaube ich, kurze Hemden an, ne? Ja, und kurz, ja, das war... Und so. Da hat der MSV noch die dicke Chance in der 90. Ja, so. Ja, okay. Ja, das mehr ist, muss man nicht sagen. Es ist aber auch schwer zu erklären, diese Diskrepanz zwischen Heim- und Auswärtsspielen. Ne? Ich glaube, das kann nur eine Mannschaft in ganz Deutschland sagen, dass es da keine Diskrepanz gibt. Und das ist die werde ich nicht nennen, da kriege ich wieder böse Zuschriften. Das ist der große FC Bayern. Aber ansonsten wirklich, es gibt ja in jeder Liga Beispiele dafür. Ob hier Essens Nachbar, VfL Bochum, in der Bundesliga an der Kastropper Straße sehr gute Auftritte, auswärts tun die sich schwer.
in der zweiten Liga, der große Hamburger SV, auch wenn sie gestern gegen Karlsruhe 3-4 verloren haben, eigentlich zu Hause stark auswärts, bekommen sie nichts hin. Das kann man Liga für Liga durchgehen. Und sogar, wenn ich mich beim Reviersport mit Bezirksligisten oder Kreisligisten beschäftige, sehe ich immer die Diskrepanz zwischen Heim- und Auswärtsspielen. Ja, ich weiß nicht, woran das liegt. Meistens sind die Plätze gleich groß, alles klar. Dieser Ablauf, oft wird dann dieser Ablauf genannt. Ne? Mhm. Man fährt zum Stadion, man hat seine Kabine, alles dieser Ablauf eben. Aber es ist viel Psychologie. Das ist jetzt will ich mal was harmonisch Beschwichtigendes sagen. Es war ja natürlich auch eine schlechte Voraussetzung, dass sich Eisfeld vor dem Spiel plötzlich warm laufen musste, weil Müsel gecancelt hat mit Wadenproblemen. Dann in der Halbzeit, kurz vor der Halbzeit, legt sich Brumme hin. Ist umgeknickt, wie er sagt, konnte nicht weiterspielen. Wenn Brumme und Müsel fehlen, Müsel war letzte Woche der beste Mann. Brumme ist immer in den Top 3, sage ich mal, bei jedem Spiel. Und wenn die beiden dann wegbrechen, klar. Und Brumme, gut, dass du das ansprichst, Ralf. Erste Halbzeit, über welche Seite war RWE gefährlich? Nur über links. Rechte Seite hat nicht stattgefunden, bis zum Tor. Das ist erstaunlich. Obus siehst du 45 Minuten nicht oder 30 Minuten nicht. Und dann ist er plötzlich da, macht sein Tor. Aber geht auch dann wieder so in die zweite Reihe. So, alles muss man klar auch sagen, Marvin Obus im Jahr 2024 bislang ferner liefen. So, ne? Klar, dieses Tor. Am Ende des Tages macht er das Tor, aber sonst viel Aue zu Hause gegen Viktoria. Dafür spielt Easy Young auf. Er hat auch jetzt wieder, glaube ich, eine gute, mit einer der besten Noten bei euch bekommen. Absolut. Easy Young der wird jetzt Woche für Woche gelobt. Ja. Easy Young ist in Topform. Marvin Obus auf der anderen Seite ist in so einem kleinen Loch in dieser Saison. Das erste Mal muss man auch mal vielleicht zugestehen, muss man noch zwei, drei Spiele abwarten, aber da muss auch mehr kommen, weil RWE ist aktuell ausrechenbar. Das war schon in Aue so und jetzt auch. Diese linke Seite über Brumme funktioniert super. Lukas Brumme gehört eigentlich auch in jedem Spiel zu den drei besten Spielern. Aber ja, da sieht man aber auch, Müsel, Brumme fallen aus. Müsel beim Aufwärmen, Brumme zur Halbzeit. Und wenn bei RWE ein, zwei Jungs ausfallen, ob es Götze gelb gesperrt ist in Aue oder in dem Fall, dann bricht da schon etwas zusammen. Und jetzt muss man sagen, Götze und Rios Alonso ist ja der erste Sturm hinten in der Abwehr. Ja. Und trotzdem waren ja haarsträubende Abwehrfehler in der zweiten Halbzeit, in den ersten 10 Minuten. Viele so Stockfehler. Kam er völlig frei zum Schuss vorne. Ne? Aber auch schon in der ersten Halbzeit ist mir aufgefallen beim Spielaufbau. Wie gesagt, das 2-1 resultiert auch aus einem schlechten Spielaufbau der Essener, der schon bei Golz beginnt. Der aber auch sehr selbstkritisch. Sehr selbstkritisch sagt, daran muss ich vielleicht noch arbeiten. Das vielleicht kann man streichen, da muss er dran arbeiten, mit dem Ball am Fuß, mit dem Spiel, Ball am Fuß. Aber auch in der ersten Halbzeit, finde ich. Viel hintenrum, immer wieder so Harenbrock hatte so eine Aktion, wo Malik Batmas fast durch ist, aber nicht zum Abschluss kommt, auch beim Spielaufbau. Ja, fand ich jetzt so ein bisschen semi, wie die Essener da zu Werke gegangen sind. Auch der Boden, der war ja schlecht, der war ja so schlecht wie ein Essener Platz. Die Mützeraner haben sogar zugegeben, man hat extra die Heizung nicht angemacht gehabt, weil man sich diesen kleinen Vorteil, glaube ich, sichern wollte. Aber was für Vorteil, Ralf? Ja. Eigentlich kennt doch RWE diesen Belag. Ja, aber nicht hartgefroren. Wir kennen das eher weich. Okay, und Matsche. Matsche, hast du auch recht. Ja? Diesen hartgefrorenen kennt RWE. Aber würdet ihr Trainer Dabowski jetzt raten über diese Taktik, an der man ja eigentlich unbedingt festhalten will? Es wird oft betont, wir wollen so spielen, wir möchten ruhig von hinten aufbauen und nicht lange Halle nach vorne. Jetzt ist es aber so, mehrere Tore, die komplett vermeidbar waren, nur weil man schön drei Spiele, will. Drei Tore, drei Gegentore. Genau. Also ich glaube, wir kennen den Christoph Dabowski jetzt auch ein paar Monate. Je mehr du forderst, umso mehr macht er genau das Gegenteil. Der lässt sich nicht fordern. Er ist der Trainer, bestimmen. Er ist der Chef. Darum werde ich sagen, immer so weiter. Ja. Aber war er gestern angefressen, so ein bisschen? Ja, fand ich schon. Also, dass er das erste Mal da gesessen hat in der PK und zugegeben hat insgeheim, wenn wir von anderen Bereichen oder wenn wir in andere Bereiche schnuppern wollen, und das können ja nur die Bereiche oben sein. In dem Fall hat er das interne Ziel verraten. Ja, dann könnte man so nicht auftreten. Das war das erste Mal, dass ich von ihm so ein leichtes Eingeständnis gehört habe. Ja, aber doch ist was ja auch mehr. Logisch, das ist ja das, was wir seit Wochen sagen, dass die eigentlich keinen mehr erzählen können. Das ist so, ob ich mit Ex-Spielern spreche etc., die da selbst unter Vertrag standen, die sagen, jeder Spieler, der da jetzt unter Vertrag steht, der guckt auf die Tabelle, der guckt nach oben. Wo soll der denn sonst hingucken? So. Und auch die Verantwortlichen, wie Dabrowski. Er weiß ja, wenn er gestern in der PK ein bisschen angesäuert da sitzt, das zeigt ja, wo RWE hin will und was auch möglich ist. Und er wusste,
in diesen 94 Minuten in Münster haben wir nicht alles aufs Parkett gebracht, weil hier war viel mehr drin und deshalb regt ihn das so auf. Er sagt auch das mit Blick auf die Tabelle. Er sagt das Dilemma, begann nach 3 Minuten. Dilemma ist dann schon sehr hart. Du nimmst dir so viel, du nimmst dir so viel vor und dann nach 3 Minuten, das darf nicht passieren. Mhm. Und wenn wir von diesem Derby sprechen, das darf nicht passieren. Mhm. Auf der anderen Seite, natürlich kannst du immer einen Standard kassieren. Aber Dabrowski hat es auch angesprochen. Das sind eigentlich die Dinger, die am leichtesten zu verteidigen sind, weil du spielst Mann gegen Mann. Mhm. Ja. Und da kommt es auf Konzentration an, auf Achtung. Und wenn einer pennt, in dem Fall Felix Götze, glaube ich, gegen Kulis. Die Mitte war völlig blank. Der sticht da alleine hoch. Das ist schlecht. Du bist gerade rausgekommen, machst dich heiß, hast hier was vor und dann rennst du der Musik hinterher. Ne? Zumal eigentlich ja auch quasi den Essen eine kleine Steilvorlage geboten wurde. Ulm beispielsweise hat gegen Duisburg Punkte liegen lassen. Ja. Also eigentlich hätte man gedacht, jetzt haben die richtig Bock, auswärts in Münster Rekordkulisse, muss man auch sagen. Seit 30 Jahren nicht so viele Zuschauer beim Spiel von Essen in Münster gewesen. Und dann so eine Laffe. Ja, ich bin gewundert nach dem Spiel. Ich denke, jetzt werden sie pfeifen oder Theater machen. Die haben die beklatscht immer noch, die Essener Fans. Die waren zufrieden. Das ist aber, glaube ich, der Applaus gilt dem Gesamtwerk. Das Gesamtkunstwerk. Mhm. Nicht diesen 94 Minuten. Mhm. Dafür hätten sie Pfiffe verdient. Mhm. Aber natürlich ist die Lage immer noch sehr gut für RWE. Die RWE hat noch dieses Nachholspiel bei PSV 1860 München in der Hinterhand. Es ist alles gut, wenn man auf die Tabelle blickt. Natürlich hat man jetzt eine Chance vertan durch diesen laschen Auftritt. Aber Applaus haben sie, für die bisherige Saison verdient. So, ne? Wie könnte man darstellen, wenn man in Aue und in Münster was mitgenommen hätte? Wobei nach dem Aue-Spiel wir hier standen, vor allem du, Ralf, und auch noch gelobt haben und gesagt haben, nee, eigentlich hat RWE echt ein gutes Spiel gemacht. Und im Prinzip ist das Ergebnis völlig in Ordnung. Richtig. Jetzt steht man da und sagt, wenn man jetzt, zu wenig. Da und war auch ein Chancenplus bei Rot-Weiß. Das war gestern nicht der Fall. Genau, und das meinte ich ja, dass ich das nicht so ganz so kritisch sehe, viral, weil am Ende des Tages gewinnt Münster in der 80. durch einen individuellen Bock von RWE und durch einen Sonntagsschuss am Sonntag, finde ich. Da sieht Golz vielleicht auch nicht so gut aus, die kurze Ecke. Hat er zugegeben. Ihn ärgert mehr der Schuss, der reingegangen ist, als sein Fehler vorher. Ja. Er sagt, den müsste eigentlich halt. Dass der Wegkamp den so trifft. Andererseits, das Tor von Rot-Weiß, das war noch mehr haltbar. Also der ist eben durch die Hosenträger geflutscht. Ja. Also. Ich glaube, Golz ist ja auch der Letzte, den man irgendwie Vorwürfe machen kann. So viele Punkte. Nein, der ist Essen im Endeffekt ja auch schon festgehalten. Der ist auch weit im Plus. Ja. Jetzt ist ja auch, du hast gerade schon gesagt, Wiegel und Eisfeld von Anfang an, das war eigentlich das. Ich habe es letzte Woche hier noch vorgelesen in den YouTube-Kommentaren, was die Fans immer gefordert haben. Die hatten sich diesen Wechsel in der Startelf gewünscht. Ist das das, was ihr auch für die nächsten Spiele euch vorstellen könntet? Oder ist es jetzt nur der Verletzung geschuldet? Wiegel hat gestern seine Chance nicht genutzt. Mhm. Ich war von Andreas Wiegel enttäuscht. Andreas Wiegel ist für mich so der prädestinierte Derby-Spieler, wenn wir bei dem Wort Derby bleiben. Er ist eigentlich giftig, routiniert, krempelt die Ärmel hoch. Gestern habe ich wenig davon gesehen. Deshalb auch, wenn es gefährlich wurde, über die linke Seite, allen voran über Brumme in den ersten 45 Minuten an die Wiegel, hat er so Safety First gesucht und oft auf Gold zurückgespielt. Stockfehler dabei gehabt, offensiv kaum in Erscheinung getreten. Da fand ich Fufak in den letzten 10 Minuten gut als Einwechselspieler. Dem hat die Pause vielleicht ja mal ganz gut getan. Und was das überhaupt nicht gezündet hat, die Einwechslung, Edeljoker Belinski kam nicht zur Potte. Dumbuya, diese eine Chance, die hatte, wo er neben den Ball tritt, da kann ich nur sagen, beide unglücklich. Stürmer Nummer 3, aber zu Recht. Aber auch Belinski sehr unglücklich. Ja. Auch bei Eisfelds Hereingabe, Freistoß, kann ich mich erinnern, versucht er den Volley zu nehmen und ich glaube, weit hinweg über das Stadion. Ja, war ein gebrauchter RWE-Sonntag im Endeffekt. Ja. Wenn wir schon beim Personal sind, ich schaue aufs Datum, 29. Januar. Ein paar Tage hätte man noch die Möglichkeit, sich zu verstärken, bevor das Transferfenster schließt. Passiert da noch was? Ich glaube, der Geldtransporter ist noch nicht vorgefahren bei Rot-Weiß. Und solange da nichts passiert, wird auch auf der Transferebene nichts passieren können. Genau, dem kann nackter ich Bergmann und Tasche, der alte Spruch. Ja, das ist das große Problem. Wir haben das ja auch schon öfter geschrieben mit dem Schalke, zwei Flügelflitzer Nelson Amadin. Da gab es Verhandlungen. Er hat auch ein Angebot unterbreitet bekommen, nach meinen Informationen, das aber weit unter den Vorstellungen des Spielers liegen soll. Und RWE will das auch nicht verbessern. Und deshalb kommt zum Beispiel Nelson Amadin nicht zu Rot-Weiß Essen. Und bei 2-3 anderen Spielern
an den RWE Interesse gezeigt haben soll, hörte ich, dass es ähnlich ist. Stichwort mehr als Summe XY geht bei RWE nicht und das ist für viele unattraktiv. Ich glaube, was die brutto bieten, erwarten die Spieler eigentlich netto. Das ist sehr gut gesagt, so ist das. Ja. Aber sie stehen ja mit ihrem jetzigen Personal trotzdem noch in Reichweite zu den... Wenn die Spieler, die gestern noch dazugekommen sind, nicht länger ausfallen. Genau. Brumme und Müse. Habt ihr da was gehört? Brumme umgeknickt? Brumme ging eigentlich ganz normal an uns vorbei. Okay. Ich sage, wie sieht es aus? Ja, bin umgeknickt, soll der Doc morgen sagen. Ja. Aber er sah jetzt nicht so aus, als wenn er einen Krücken heute da aufmarschieren würde. Müselwaden, der hat einen Schlag in die Wade bekommen, dann ist eigentlich auch ein paar Tage wieder weggeknetet. Ne? Wenn ich unseren Physio da sehe, der weiß schon, wo der drücken muss, glaube ich. Nicht, dass er ihn zu sehr verletzt. Das könnte eher passieren. Verletzung auf der Massagebank. Ja. Bis Samstag haben sie Zeit, die wieder fit zu bekommen. Dann Heimspiel. RWE führt die Heimtabelle an, wir haben darüber gesprochen. Die Hafenstraße ist eine Macht. Freiburg 2 kommt nach Essen. Die sind Tabellenschlusslicht, nur 10 Punkte. Ja. Ich glaube, Ralf, du hast geschrieben, alles andere als ein Pflichtsieg kann man den Fans auch nicht verkaufen. Worüber sollen wir da reden? Denn das ist also 10 Punkte gemacht bisher. 36 zu 10 Punkte. Erster Absteiger, machen wir uns 42 nichts, Gegentore. Machen wir uns nichts vor. Ja. Man muss jetzt nicht ein 5-0 fordern, aber einfach das Ding muss gewonnen werden und fertig. Und dann guckt man nach vorne auf die kommenden Spiele, weil da kommen dann die Knaller. Ja, dann wird es ernst, habe ich mir auch so aufgeschrieben. Regensburg, Ulm, Dresden, das sind alles Teams. Und dann hat man auch das Nachholspiel in München dazwischen, genau. Das sind alles Teams, die da absolut um die Plätze 2 bis 5, weil es so eng ist, mitspielen. Dann wird sich auch zeigen, ob RWE da mithalten kann, oder? Genau. Normalerweise würde ich jetzt sagen, Regensburg, Ulm, 60, Dresden nach Dresden, können wir nochmal einen Strich drunter ziehen und schauen, wo RWE dann da liegt. Dann wissen wir, wohin es geht. Aber in dieser dritten Liga glaube ich nicht, dass das so einfach ist, weil es so verdammt eng ist in dieser Tabelle. Deshalb wird sich das wahrscheinlich noch sehr lange hinziehen, bis man diesen Tabellendritten so auserkoren hat. Ist für die Spannung natürlich super. Genau, der Kreis der Kandidaten wird immer größer. Der wird immer größer, steht auf jeden Fall fest, man sieht ja jetzt. Ja. Auch Münster, ich schaue jetzt so auf die Tabelle. Ja. Okay, RWE hat 22 Spieler, 36 Punkte. Münster hat 22 Spieler, 32 Punkte zum auch Beispiel. Also, ja, aber klar, das sind so die Spiele, die werden es dann entscheiden und ob RWE weiter träumen darf oder nicht, das ist einfach so. Ne? Aber erstmal diesen ersten Schritt machen. Klar, ich will jetzt Freiburg um Gottes Willen nicht zu stark reden. Trotzdem, in dieser dritten Liga haust du fast niemanden mal 4-5-0 weg. Das gibt's nicht, wie Ralf sagt. Ja. Deshalb, 1-0, 2-1 reicht 3 Punkte und das musst du erstmal schaffen. Und das ist so ein Spiel, RWE hat das selten in dieser Saison gehabt. Das ist so ein Muss-Spiel. Mhm. Kann auch den Druck erhöhen. Genau, ne? Das ist, du musst das Ding gewinnen. Ne? Das ist so ein ekliges Spiel. Und die Freiburger können ja auch ein bisschen Fußball spielen. Das ist jetzt nicht irgendein Oberligist oder so. Die spielen schon in dieser Liga, verlieren oft knapp auch, jetzt gegen Verl 0-1. Aber trotzdem wollen wir die jetzt nicht zu stark spielen. Drei Punkte sind Pflicht. Was keiner möchte, ist ein Spannungsabfall durch Langeweile im Mittelfeld. Genau. So ab März, dass man nur da sagt. Ja. Weil ich glaube, fest steht, Rot-Weiß-Essen wird nicht absteigen. Das sind 36 Punkte, die brauchen noch zwei Sieger, 42, 43, bist du durch. Die werden ja jetzt nicht alles verlieren. Ja. Und am Ende, wie Ralf sagt, entweder, was sich alle wünschen in Essen, spielst du um diesen dritten Rang oder du spielst am Ende um Platz, weiß nicht, 6 bis 12. Und das ist eben. Und auch diesen, jetzt oft genug drüber gesprochen, Heimvorteil nutzen, denn danach nicht nur starke Gegner, sondern auch 3 der 5 nächsten Spiele auswärts mit Regensburg, München, Dresden. Gibt auch leichtere Auswärtsspiele als zum Beispiel Man sagt jetzt München, ne? die verlieren alles. Aber Rot-Weiß ist immer prädestiniert dafür, Leute wieder aufzubauen. Nicht, dass da die Löwen den Schalter umlegen. Weite Auswärtsfahrt unter der Woche, Spiel. Auch nicht immer so. Gegen RWE. Klingt ja auch gut, München 60 RWE. Ja, und für diese Auswärtsschwäche muss RWE jetzt schnell eine Lösung bekommen. Das war ja schon vor dem Start ins Jahr 2024 in Aue bekannt. 11 Auswärtsspiele warten bis Mai und 8 Heimspiele. Ja. 2 hast du schon von diesen 11, 2 hast du verloren. 28. Oktober war mir jetzt gar nicht so geläufig. Letzter Auswärtssieg, das sollte sich nicht zu sehr ziehen und dass man die Tage zählt bis zum, das sind ja jetzt schon über 100 Tage, ne? Mhm. Dass man ja nicht Woche für Woche weiterzählt, wann gibt es den nächsten Auswärtsdreier. Da müssen die Essener mal in sich gehen und schauen, dass man auch in der Fremde was holt. Ja, aber erstmal Heimspiel gegen Freiburg. Die letzten Sekunden laufen, dann, ihr habt gesagt, wird ein Heimsieg, aber dann gebt doch nochmal gerne euren Tipp ab. Schmuckloses 2-0. Ja, 2-1, weil RWE aktuell immer für ein Gegentor gut ist und ich glaube nicht, dass sie das so schnell abstellen werden.
Wir schauen uns das an. Nach dem Freiburg-Spiel treffen wir uns natürlich hier wieder zum Talk, den ihr wie immer auf watz.de, reviersport.de bei YouTube findet. Lasst uns auch gerne ein Abo bei YouTube da, kommentiert gerne immer, wenn ihr Fragen habt, schickt oder schickt uns eine Mail an von der hafenstraße@funkmedien.de und schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein. Danke euch beiden. Danke dir. Ciao. Ciao. Ciao.